Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, unsere Burg wird langsam, nach bald 100 Stunden. Also die eigentliche Grundmauer haben wir schon mal gezogen, um die Burg aufgefüllt und die Holzverkleidung drumherum. Jetzt müssen wir noch die innere Ebene machen, die aber hoffentlich schneller gehen wird. Ja, hier wird auf jeden Fall gut gearbeitet. Und ein bisschen runter kommen wir ja noch zum Glück. Holzvorräte haben wir auch noch mehr als genug. Hier sind wir auch bald wieder voll und können die Jungs zum Füllen helfen schicken. Weil es ist jetzt nicht so viel, was wir füllen müssen, wie gesagt. Was ist es denn? Ja, man könnte so sagen, vier volle Felder ungefähr. Was aber auch genug Steine sind, die wir brauchen werden. So, die tunneln immer noch fleißig weg hier. So, dann beobachten wir die mal eine Weile. Wobei wir demnächst wahrscheinlich wieder hier drüben. Wobei, nö, wir können eigentlich warten, bis wir fast am Ende sind, bevor wir das hinterziehen, weil die füllen dann eh wieder kreuz und quer und dann können sie wenigstens die, gar nicht die ganze Fläche. Oh! Wir haben jetzt doch ins Nirvana gegraben. Sag bloß, das ist weggebrochen. Ah. Unschön. Ja, wir graben hier ins Nirvana gerade. Aber können wir auch mitleben, wenn das ganze Stück abbricht und die Bricktons sind totstürzen, dann ist es halt so. Gott, ich bin gemein, oder?
Mann, es liegen dann wieder ein Haufen Steine herum. Naja gut, ich glaube, ihr könnt das noch weggraben, was ich gerade zum Weggraben. Angewählt habe. Dann schicke ich euch mal zum Füllen. Dass ich mich so sehr vertan habe. Oder das bricht einfach wirklich weg, weil es keine Stabilität mehr hat. Das hier muss weggebrochen sein, weil es keine Stabilität mehr hat. Das sieht doch ganz komisch aus. So, dann bewegt euch mal hierher. Und zwar alle. So, da dürft ihr hier flatten. Währenddessen kümmere ich mich hier um den Tunnel. Das hier kann nämlich alles weg, bis auf dich. Ziehen wir so, dann kannst du nämlich auch weg. So. Und so. Und dir können wir auch gleich nochmal 3 Ebenen tiefer geben. Weil noch geht's ja nach unten. Also so weit runter können wir noch. Eine Ebene. Dann müssen wir weiter gucken, wo wir Steine herkriegen. Aber ja, das ist ein riesiger Steinbruch geworden, den wir da erschaffen haben. So, jetzt füllen alle fleißig. Wie gesagt, das verschieben wir dann. Lassen Sie jetzt mal hier in Ruhe etwas füllen.
Okay, jetzt können wir das, glaube ich, mal verschieben. Also so klein machen und... Jo. Eins zu viel sogar. So. Das sollen die auffüllen. Wir haben zwei Steine und brauchen 73. Ja. Also 71, 72 Steine. Ja, 72 kriegen wir hin. Das wären 40. Das wären 48. Nochmal 8 drauf wären 56. Nochmal 8 drauf wären 8. Warum mache ich es mir so schwierig? 4 mal, also 18, also 10 sind 40 und nochmal 8 sind 32, macht 72. 1, 2, 3, 4, 9, 10 sind das. Also 8 und nochmal 8. Nee, halt, 18 habe ich gesagt, also 10, nochmal 8. Ja. Und sie füllen wieder komplett durcheinander. Naja, wenn wir dann noch eine Ebene höher gemacht haben, müssen sie die Treppe nehmen. Dann können sie zum Glück nicht mehr hoch und runter jumpen, was wieder mehr Zeit kostet dann. Wie gesagt, hätte ich einen Bagger, würde ich einfach mit einem Bagger hier alles mal schnell füllen. Habe ich aber leider nicht. Ja, wir brauchen dann eh noch mal extra Steine, um den Berg hier abzutragen. Weil ich glaube, hier werden wir nicht genug Steine rausholen können, um alles fertig zu bauen. Wir werden da den Berg noch brauchen. Und ja, ich nehme den Berg hier. Weil den kann ich dann bis, wenn es notwendig ist, bis nach da unten abtragen. Nicht nur bis hierher. Also ein Stück weit bis da unten abtragen. Weil der hier hat zu viele Bäume. Der hier hat nicht so viele. Ach ja, und ich kann die beiden mal wieder stoppen.
Fürs Erste haben wir genug Holz. Also ja, wir werden nochmal Holz brauchen auf jeden Fall, weil diese ganzen Überdachungen kosten jede Menge Holz. Also die Rampenübergänge, die ich einfach jetzt als Dächer missbraucht habe. Ja, mal gucken, ob ich es hinkriege. Dass hier noch eins gesetzt wird. Wenn nicht, frage ich mich echt, was das Problem da ist. Oh, da haben wieder zwei Probleme. Jetzt nicht mehr. Jetzt laufen sie ganz komisch. Ist aber wenigstens interessant, wie alle den Haupteingang nehmen. Ich brauche eine neue Baustelle mal, weil ich das nämlich auch schon mal planen.